Oh Mann, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hier, ob wenn das man Ansehen runtergeht, weiß ich nicht. Meinst du, er verliert Follower jetzt? Oder Transfermarkt vielleicht? Nee, ich meine vom Trainer das Ansehen. Achso. Ja, das kann sein. Obwohl, nee, ist immer noch gleich. Bleibt ist immer noch sehr gleich. Das Follower ist schon mal gewinnen wir auch. Das ist schon mal gut. Okay, wir müssen vielleicht, wenn die Followerzahl sinkt oder so, wir könnten vielleicht schon mal, solange wir noch jung sind, können wir noch ein Sextape aufnehmen. Dann ist das skandalöser hinterher. Ja, könnte man machen, aber wir haben wieder Skillpunkte dazu bekommen. Jetzt haben wir nämlich 3 mittlerweile. Ja, wir sammeln ja Skillpunkte. Und ich glaube, wir können jetzt diese Eigenschaft auswählen, die wir vorhin, wo wir vorhin für sparen wollten. Ja. Da schauen wir mal kurz. Die gute alte Ausdauer. Du hast ja jetzt sehr viel gespart mit der Ausdauer auch. Du warst ja jetzt wirklich sehr, sehr sparsam. Ja, ich habe zumindest probiert. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem, weil man halt hinterher rennt die ganze Zeit. Das ist, will man natürlich den Ball haben und sowas, ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber wo wollten wir? Wollten hier, ne? Wollten wir hier ein bisschen Sprint-Tempo, ja, ist das Tempo, oder? Höchstgeschwindigkeit. Die Ausdauer haben wir ja schon dadurch hier, ne? Da haben wir die Ausdauer schon ein bisschen trainiert. Können wir die irgendwo noch? Komm mal kurz mal bei Körper vielleicht links, wenn du da mal guckst. Irgendwie, was haben wir hier? Waldwurf, Stärke, schwacher Fuß. Ja. Nee, das ist alles nicht. Power, Kopfball ist auch nicht. Was haben wir denn noch alles da? Mal ganz kurz zurückgucken. Wenn wir 4-2-Kämpfe. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, Flair, okay, ja. Dribbling ist auch ganz gut. Spezialbewegung. Also eigentlich egal, was wir machen, wir können theoretisch alles nehmen. Was haben wir mit Torgenauigkeit hier rechts vielleicht? Ja, vielleicht mal einen Schuss, das können wir auch mal machen. Lange Schüsse. Lange Schüsse, meinst wir? Du? Ja, komm, machen wir einfach. Oh, die lange Schüsse, zack. Langer Perfekt. Schuss, ein Genuss, meine Damen und Herren. Ein Träumchen. Mr. Alexander, bald gibt es eventuell einen neuen in der Kabine, heißen wir den mysteriösen Fremden willkommen. Schon wieder neu in der Kabine. Was sind denn das für Gerüchte immer? Weiß ich nicht. Oh, Mr. Alex Henter, angeblich sollst du verkauft werden. Was? Nur Spaß, aber im Ernst, es gibt Transfergerüchte im Liverpool. Interessant. Ach so. Mach jetzt keinen Blödsinn da. Ja, jetzt müssen das wir auf jeden Fall. Wir müssen uns auf jeden Fall trainieren. Wir müssen auf jeden Fall jetzt. Scheiße. Ah, ist ärgerlich. Aber na gut, das kann halt mal passieren. Das kann halt mal passieren. Ja, natürlich. Also, dass wir nicht die ganze Zeit die besten Spiele liefern werden, ist ja klar, auch klar, ne? Also. So ist das Leben eben nicht. Da haben wir natürlich auch vorher schon Bescheid gewusst. Ja, es kommt halt darauf an, wie man mit Niederlagen umgeht. Das war nicht mal eine Niederlage, aber fangen wir gleich mal an. Genau. Fangen wir gleich mal an, Dieken. Mit Torvorlagen und Steilpässe. Also heute machen wir ein bisschen die Vorbereiter. Mhm. Spieler einen Steilpass zu einem freien Mitspieler. Für erzielte Tore und abgeschlossene Pässe gibt es Punkte. Sehr schön. Und die Trainingspunkte können wir so im Training können wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen abschalten. Ne? Ist dann natürlich wieder was anderes. Nicht die Fans drumherum. Und können vielleicht mal ein bisschen den Kopf wieder frei kriegen. Ja, wenn unser Kollege mal, wenn er es richtig treffen würde. Wenn er richtig treffen würde, ja. Weil der Keeper ist halt sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Verstehe ich aber nicht gut. Na, jetzt mal, hat nochmal bekommen. Sehr und jetzt schön. Nochmal, sehr schön. Also das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Ja, sauber. Super. Super duper. Muss man auf jeden Fall so ein bisschen die Mitte finden, wie es am besten passt. Aber das wird natürlich auch in der Zukunft dann noch schwerer mit den, Übungen, ne? Oh, wei. Aber von den Übungen mache ich mir weniger Sorgen als von den Spielen. Ja, das stimmt. Ich aber auch. Exzellent. Sehr gut. Wir haben schon die volle Punktzahl. Sehr gut. Und da haben wir noch 5 Sekunden. Dann machen wir hier mal schnell rein. Machen wir nochmal rein. Ja, komm. Da hat sich einen können wir sogar noch. Ja, geht das noch? Ah, okay. Ja, Bäm. Alter, du spielst ja Flipper. Schön. Ding, ding. Da können wir direkt mal weitermachen. Sehr gut. Jetzt kommen die Steilpässe. Spiele Steilpässe durch die Tore und zu deinen Mitspielern. Jawohl. Ja, dann, ne? Lass den Stall gehen, Junge. Geil. Oh Gott. Stehen sie schon in einer Reihe? Ups. Ja. Hat das gepasst? Ich glaube, das war ganz gut. 1000 Punkte. Okay. Muss nicht so schlecht sein. Also muss jetzt quasi am Holz vorbeispielen. Genau, ja. Genau so, wie ich gerade gezeigt habe. Nicht flippern, Curry. Nicht flippern. Das ist kein Bumper. So, und dann muss natürlich auch gucken, dass die Spieler da nicht ins Abseits laufen, ne? Ja, ganz klar. Klar. Klar, das war uns allen schon klar. Ja, natürlich. Außer mir. So, come on, leave it up. So. Wir sind gerade bei der Hälfte, haben noch 3 Versuche. Mhm. Läuft aber so weit, so kann man nicht meckern. Und drin, rinnen ins Kästchen. Manchmal bin ich einfach ein bisschen, weiß ich nicht. Das größte Tor ist die Natur. So, Bonuspunkte. Aber wir haben trotzdem die gute Punktzahl erreicht und haben noch das A abgesagt. Exzellent gerade noch, aber egal, das reicht uns. Sehr schön. Man muss ja auch ein Leben am Limit führen. So. Gut. Aber ich finde, das Training tut so ein bisschen gut, um wirklich ein bisschen abzuschalten. Gerade hat man sich ein bisschen aufgeregt. Ne? Mhm. Jetzt geht es ein bisschen wieder.
Und ich bin aber emotional immer noch so ein bisschen, ich bin enttäuscht von diesem Pseudo-besten Freund. Da bin ich echt enttäuscht von. Eben, vor allem auf einmal, so ganz plötzlich, ne? Ja. Das, also am Anfang war es ja noch, waren so beide motiviert, haben sich Mut zugesprochen. Ist das eine Freundschaft, wenn das auch immer so eine Konkurrenz ist? Das darf doch nicht sein. Das darf überhaupt nicht sein. Nee. Das darf auf jeden Fall überhaupt nicht vorkommen. Abwarten. Ob er vielleicht das noch einsieht, müssen wir natürlich schauen. Wahrscheinlich muss er erstmal auf die Fresse fliegen, um wieder zu sehen genau, zu kommen. Genau, das ist es wahrscheinlich. Ja, ja. Hier, Gareth Walker, Mr. Alexander, hier, mach was aus deiner Spielzeit. Das gibt es doch was nicht. Was für ein dreckiger, aber jetzt auch öffentlich so ein Wichser auf einmal. Ja, das, vor allem sowas auch öffentlich machen, ne? Ja? Das ist echt schade. So ein Quatsch. Schade. Tommy Hendershot, solange Mr. Alexander Joker bleibt, bin ich einverstanden, aber für den Startplatz ist er noch nicht reif. Ah. Patrick Harrington, Frage, wird Mr. Alexander im Aufgebot sein? Antwort, kein Schimmer, aber ich mag den Jungen, LFC. Immerhin, immerhin. Ja, Philipp Bernard, bald gibt es eventuell eine Nachkabine. Also, ja, das kennen wir ja schon, das sind die alten Themen. Jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Jetzt steht natürlich das nächste Spiel an. Ich habe eine Befürchtung. Pass auf, ganz kurz. Ich bin immer so, ich muss mir mal Geschichten spoilern. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, aber meine Vermutung ist, es wird einen neuen geben. Wir werden verkauft an irgendeinen anderen Verein und wir müssen später gegen Gareth spielen. Und dann ist Feindschaft. So, das ist meine Vermutung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das könnte deine Vermutung sein. Aber ist eine interessante Vermutung. Klingt ich, gut. Ich wüsste nicht, was sonst kommen soll, weil die Feindschaft innerhalb der Mannschaft kann nicht bleiben. Und Gareth ist momentan, siehst du ja. Ja, der ist halt... Der hat uns ausgespielt, obwohl wir vorher der eindeutig bessere Spieler waren. Genau. Wir haben alle Tore gemacht. Gareth genau, kein ist einziges. Und auf einmal ist er der Sonnenschein. Plötzlich ist es da. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, der vögelt sich hoch. Ich weiß nicht, was. Kloppo oder was? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist doch da auf jeden Fall in der Buchse. Wollen wir das Spiel machen? Ja, klar. Okay, gut. Dann würde ich das Spiel machen. Ja, gegen Burnley. Wäre schön, wenn wir danach kurz eine kleine Pinkelpause machen könnten. Ja, natürlich. Oder sowas. Aber natürlich. Das wäre sehr traumhaft. Ich dachte, du hast schon längst hier während der Moderation. Ach stimmt, wir haben ja hier ein Schläuchchen, ne? Ja, klar. Wir sind diesmal auch wieder Auswechselspieler, klar. Ne? Okay, Liverpool. Und Walker ist wieder in der Startelf. Ja, natürlich. Scheiß Walker. Wir legen los. Vielleicht... Walker, Texas Ranger. Ich hasse diesen arroganten Fatzen. Vielleicht läuft es diesmal besser. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe es. Wir sind momentan Elfter in der Tabelle. Die Frage ist, wenn er fällt und wir aufsteigen, wie es einfach sein soll, werden wir ihm die Hand reichen? Ja, das werden wir sehen, ne? Wahrscheinlich, ja. Wir haben uns ja gerade auch gefreut, als er das Tor geschossen hat. Ja, wahrscheinlich, ja. Was soll's. Halbe Stunde noch. Jetzt darf Alexander ran. Liverpool will mehr. Der Sieg soll her. Das Spiel ist schon ein bisschen gelaufen. Wir werden jetzt eingewechselt. Weißt du, was ich schön finde? Vielleicht wie die ganze Zeit der Kloppo gezeigt wird, aber nicht ein einziges Wort sagt. Ja, das ist, glaube ich, bei allen Trainern so. Also ich glaube, die sprechen wirklich nicht einmal. Nee. Finde ich ein bisschen schade. Wäre ganz cool, aber vielleicht ist ja, er ist natürlich auch schwer von der ganzen und Liga, ne, die Trainer da an die Angel zu bekommen. Ist er, also, dass die Spieler schon drin sind, ist ein Wunder. Ja. Aber wir sind im Spiel. Mhm. Es steht 0:0. 30 Minuten spielen wir noch. Das heißt, so, wir können und zeigen. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das könnte die Chance werden. Könnte sie, muss sie aber nicht. Ja, es wird ja, nee, da kann nicht er sich so den Ball holen. Aus, komm gesagt. Alex, jetzt mal hier, hauen wir mal was raus hier. Nutzt die Zeit. Da holt er den Ball zurück. Ist er jetzt eigentlich noch im Spiel, unser Freund? Ich weiß es gar nicht. Ist das erste Spiel am Fokus ist der Hunter. Ein solider Auftritt, würde ich sagen. Dass er viel mehr kann, das steht außer Frage. Natürlich kann er viel mehr, das wissen wir alle. Mané. Aber er muss die Chancen auch bekommen. Jetzt kann es gefährlich werden. Oh, ist halt den Ball holt er sich auf der Außenbahn. Keine Chance. Nee. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Den hätten wir halt passen müssen, aber Philipp es ging Philipp Bernard am Ball. Oh nein. Gutes Tackling. Die Drehung manchmal. Also manchmal fehlt es ein bisschen. Momentan kriegen wir noch nicht so den Zugriff in den Good Spielen. Boss. Das wundert mich. Wir kriegen auch wenig Chancen. Ja. Also vielleicht kriegen wir ein paar Chancen, aber irgendwie haben wir nie die Gelegenheit, die umzusetzen. Wir waren in der Vorbereitungsphase so mega da einfach kommt er mit beflügelt. Der Faust an den Ball. Ja. Gute Alles Aktion. Hat gepasst. Und jetzt es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Aber vielleicht will das Spiel das. Ich weiß es nicht. Es kommt mir so vor, als würden jetzt alle Karten gegen Alex gehen. Wir kriegen zwar ab und zu mal den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Komm, sehr Curry. Schön. Curry, du musst zaubern. Sei ein Zauber, nein, Curry. Ich probier's. Curry Potter. Die lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das ich bin war auch eine jetzt gute Möglichkeit. Abseits und so. Ich bin unkonzentriert gerade. Warum? Aber weil du pinkeln musst. Ich weiß es nicht. Aber ein echter Profi darf sich davon ja nicht ablenken lassen. Let it flow. Ich sollte mir ein bisschen Beispiel an dir nehmen. Es an sah mir? So aus, als käme ich bin durch. Völlig aber jetzt ist der Ball weg. Weil ich gerade emotional so aufgerüttelt Alex bin. Wird das seine Torchance? Wird das seine Torchance? Ja, das ist doch hier alles.
alles viel. Klasse, aufgepasst, er kommt an den Ball. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Wir haben einfach keine Schritte. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das Spiel lässt uns einfach nicht zu. Das könnte gefährlich werden. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Warum fordere ich da auf den Ball? Jetzt will ich es aber auch unbedingt, ne? Da schickt er den Mitspieler. Also, ne? De Four. Was? Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Das De Four war so lustig gerade. De Four. So. Jetzt vielleicht mal Alexander. Gibt es doch nicht. Guck dir das mal an. Durch da. Immer wenn du im Ballbesitz bist, hast du auf einmal wie alle. Wie so ein Magnet, ne? Wie so Scheißhausfliegen. Was ist da los? Komm hinter. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Nee, ist es auch nicht. Guck mal, schon wieder weg. Keine Chance. Es geht einfach nicht. Jetzt wird's gefährlich. Wir hatten so tolle Spiele in der Vorbereitung. Und jetzt auf einmal ist das doch kein Zufall, oder Curry? Ich weiß es nicht. Das ist doch kein Zufall. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Ob vielleicht nicht wirklich seitdem er da die diese Verweigerung hatte vom Handschlag, ob er da nicht irgendwie so einen Knacks im Kopf hat. Das kann natürlich sein, aber ein Knacks im Kopf beschert ja nicht, dass du plötzlich umringt bist von Gegenspielern. Ja gut, das stimmt. Vielleicht ist es natürlich vom Spiel so gewollt. Vielleicht hat er da so eine X-Men-Eigenschaft bekommen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wenn du möchtest, bist du umringt von Gegenspielern. Sauber vom Ball getrennt hier. Geile Superkraft. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. So, okay, wir spielen wieder nach vorne und kaum hat Alex den Ball, wir wissen noch genau, was läuft. Geht es wieder nach hinten? Komm schon. So, hier kommt das Rückreiseticket. Mit Sicherheit kontrollieren Sie die Partie gerade. Ja, okay, das war gut. Sehr schön. Oh, das gibt's doch nicht hin. Niemand hat den verwandelt. Wieso kriegt er den denn nicht? Der rennt aber auch nicht. Niemand hat den verwandelt. Ich sag dir, das ist extra. Das muss einfach extra sein. Das kann doch nicht sein. Der Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Nun Coutinho. Ja. Coutinho. Ja. Da kann er ihn stoppen. Ja. Da zieht er ab. Nein. Das war geschenkt. Und da ist die. Ist das Spiel das war's schon. Stimmt. Bleibt bei 0 zu 0. Ich habe überhaupt nicht das Auge. Wir waren bei 6,9. Wir hätten 7 erreichen müssen. Das war so knapp. Hätten wir noch eine einzige. Irgendwie ist der Wurm drin, ne? Ja. Mal ist der Wurm drin, dann ist er da raus. Man kennt es ja. Jetzt kommt. Ja, dann Walker. Komm, ich kann es nicht mehr sehen. Scheiße, du musst am Timing. Ach komm, ja, leck mich mal. Scheiße. Wir wissen noch genau, worauf es hinausläuft. Ja, aber wir dürfen uns natürlich davon jetzt nicht demotivieren. Doch, ich bin demotiviert. Ja, ich bin demotiviert. Wir sind raus. Scheiße. Das war's. Es hat keinen Sinn mehr. Das darf doch nicht sein, einfach. Dass das Spiel, dass ein Spiel gegen einen Spieler spielt, hat man noch nie gesehen. Das ist ja quasi das, Dark Souls unter den FIFA-Spielen. Da kommt bei FIFA aber öfters die Vermutung auf, dass das Spiel quasi gegen einen ist. Aber jetzt gerade, man hat es ja deutlich gemerkt. Ja. Also die letzten beiden Spiele es waren ist halt verhext. Komisch, ne? Die waren verhext gegenüber den anderen Spielen. Also in den ersten Spielen lief es quasi wie von allein. Ja. Und jetzt. Und ich meine, wir sehen das hier alles aus der Sprecherkabine, ne? Wir haben natürlich den Überblick. Wir wissen, ja, klar. Wir sehen natürlich von hier aus mehr als ihr zu Hause. Wir haben die Zeitlupen, ne? Ja. An den heimischen Geräten hat man oft nicht den Einblick, aber wir haben ja mehrere Monitore, wo wir sitzen. Wir haben das ganze Spiel im Überblick und wir wissen genau, da stimmt was nicht. Tja. So, was steht als nächstes an? Ich weiß es gar nicht. Unentschieden gegen Burnley. Da voran bringt aber nichts mehr. Trotzdem brauchbare Leistung. Ach. Ja, es ist traurig. Die Musik ist so lebensbejahend, aber... Mann. Es läuft gut, Dad. Es gab ein paar Einwechslungen mehr, als ich dachte. Meinst du kannst kommen und zusehen? Weißt du eigentlich, was so ein Flug nach England kostet, Alex? Ja, aber weißt du, ich verdiene doch ganz gut. Nicht überragend, aber... Vielleicht kann ich dir aushelfen. Hey Alex, hier ist gerade Hektik. Ich muss los. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad. Warte. Mach's gut. Boah, ja gut, klar. Da kann man nicht die volle Leistung bringen, wenn man so viele private Probleme anmachen, am Arsch hat. Los, anmachen. Rachel, was soll denn das jetzt werden? Und mit einem solchen Weltklasse-Mann wie Harry Kane im Team werden wir uns gegenüber der letzten Saison deutlich verbessern. Harry, ein neues Team. Wie fühlt sich das an? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. Jetzt weiß ich es. Er hat heute Morgen unterschrieben. Noch ein Stürmer? Er soll im nächsten Spiel der Stürmer überhaupt sein. Wer sagt das? Und woher sollen Sie das wissen? Ich habe unterwegs ein paar Leute angerufen. Nicht falsch verstehen. Sind bestimmt nur ein paar blöde Gerüchte. Los, spucken Sie es aus, Michael. Sieht aus, als soll Gareth an seinem Rücken spielen. Was? Er passt besser ins Konzept, haben die gesagt. Gallio und Philipp Bernard sowie mehrere
andere vielversprechende Talente wie Gareth Walker geholt zu haben. Von daher sind wir mit dem derzeitigen Team glücklich. Aber man soll ja nie, nie sagen. Gute News. Das war klar. Das war auf jeden Fall klar. Liverpool holt H. Kane. Das wird die Entwicklung meiner Klienten weiter beschleunigen. Das sehe ich momentan noch nicht so für uns. Ja. Super, dass wir Kane und tolle Youngster haben. Das wird eine klasse Saison. Und jetzt Gareth Walker. Wahnsinn, dass ich mit H. Kane spielen darf. Hoffentlich leidet unsere Spielzeit nicht drunter, Mr. Alex Hunter. Oh, wie er auch immer sticheln muss, ne? Du Wichser. Das ist unfassbar. Unfassbar einfach. Boah, ich bin gerade. Aber das war klar. Siehst du, das Spiel hat gegen uns gespielt. Das Spiel hat auf jeden Fall gegen uns gespielt. Ja. Es ist nicht nur so ein Bauchgefühl, ich eigentlich unfair, sondern tatsächlich, es musste einfach so sein. Es musste so sein, ja. Sonst wäre die Story nämlich ganz anders verlaufen. Wolltest du nicht eine Pinkelpause machen, sag mal? Ja, wir können das Training noch kurz. Oh. Ja, bis gleich. Good work, mate. Hey, Mann! Falls du noch eine. Der neue. Willkommen im Verein vielleicht? Ja. Oder feierst du am Wochenende dein Debüt? Machen wir willkommen im Verein oder einfach herzlich willkommen heißen. Willkommen im Club, Mann. Ah, hi, you right, Alex? Yeah, I see your debut, you done well. See you around. Alter, ich mag den Akzent voll. Ich mag den Akzent einfach voll. Aber das war schon, ja, nicht so gut. Boah, das ist überhaupt nicht einfach, ne? Boah, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich in solche eine Situation Perfektion stecken würde. Jungs, und genau diese Perfektion streben wir an. Das würde ich auch nicht also wissen. Also los jetzt. Dass der Gareth auf Wurf vom Arsch wird. Wie wir es heute Morgen mit zwei kämpfen. Klingt doch nach einer super Idee. Ich will nicht. Simulieren, nein, Quatsch. Okay. Ach ja, Mann, ey. Führe ja, das kennen wir ja schon, ne? Das kennen wir schon. Hat man schon. Oh, ich hasse es. Jetzt auch noch mit dieser Laune, ne? Yeah. Muss aufpassen, dass wir die anderen nicht die Beine brechen hier. Aber es geht ja. Okay, ja, läuft da ganz gut. Ja, das, genau. Hä? Aber trotzdem gewonnen. Ja, aber wir haben faul gespielt. Wir haben ja den Ball nicht gespielt. Ah, okay. Das war schön. Okay. Oh, komm her. Ja, trotzdem. Es läuft aber, ne? Im Training ist alles so einfach, eben. Aber auf dem Grün. Es hakt einfach. Es hakt noch ein bisschen, aber wir haben auf jeden Fall. Oh. Das war kein Foul. Schwalbe. Okay, exzellent, exzellent. Alles exzellent, habe ich genau gesehen. So. Oh nein. Ah, okay, 2 gegen 1 Situation. Großartig, das wird natürlich. Oh nein. Es wird wirklich immer härter, ne? Ja, wird es auch. Scheißendreck. Oh Gott. Okay, das wird ja spannend, aber du hast es ja schon so oft bewiesen, dass du es kannst. Ja, super. Ich hasse diese Übungen. Das gibt's nicht. Du hast ja schon so oft bewiesen, dass du es kannst. Komm her. Nein. Nein, was mache ich denn da? Ich bin so am Ablosen. Ich hasse das. Verteidigen, ich hasse das. Leistung, ja. Start. Jetzt aber mal. Geht doch. Okay, aber du brauchst mehr Einsatz, Curry. Ja, ich probiere es. Ich Einsatz in 4 Wänden. Ich hole mal Vera in Wien. Oh, schön. Das lief doch gut. Einfach kurz angeschubst. Ein bisschen Körperkraft, dann geht das schon. Mit Gewalt geht alles. Oh, jetzt ist die Konzentration da. Vielleicht klappt es jetzt diesmal. Hättest du mal nichts gesagt. Ja. Aber wir haben's. Gut. Nein. Naja, nicht wirklich. Das gibt es doch nicht. Nee, komm. Nochmal. Ja, auf jeden Fall. Mach mal nochmal. Also das kannst du auf jeden Fall besser. Da habe ich dich schon spielen sehen wie ein junger Gott. Auch RL natürlich. Sauber. Mal ein bisschen Sicherheit hier bekommen. Das läuft schon. Ja, Sicherheit. Jawoll. Wieder 1000 Punkte, wichtig. Sehr gut. Du bist der junge Will Smith des Fußballs. Schön nach außen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wild West. Ein Tausendsasser sozusagen. Der war doch gut, oder? Jawohl. Ah, okay. 15 Sekunden noch. Schön, ja, Alex. Super, schön, raus, Alex. Rausgeholt. Gut, super, rausgeholt. Schon? Oh nein. Fuck it. Na komm, das muss doch möglich sein! Das muss doch möglich sein! Das gibt es nicht, aber B. Oh, dann kann ich nochmal versuchen. Oh, ja, wir müssen exzellent sein. Wir müssen das einfach sein. Ja, ich weiß. Aber es geht so, nicht anders. Es wegen, ist so anstrengend einfach. Wegen diesem beschissenen Gareth. Gareth. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nenne. Grete. Grete. Gretel Walker. Okay, der ist noch. Den hast du noch.
Aber vor allem geht das ja auch Zeit, ne? Das muss sehr viel schneller kommen, glaube ich. Aber der ist auch. Jawohl. Der war super. Komm schon. Trotzdem zeitmäßig. Ja. Ah, Alter, so muss laufen. So muss. Ja. So muss. Und einmal noch. So muss. Spiel mit Fuß. Ja. Sehr gut. Ja. Exzellent. Ja. Exzellent. Sehr gut. Endlich, sehr gut. Ey, meine Güte. Also da darfst du aber gar nicht nach Herzenslust auch pinkeln. Ja, geil. Cool. Einfach drauf losstrullern. Oh Gott, ey. Du musst mal gucken. Wir haben hier unten, es gibt ja mehrere Toiletten und unten hier ist so eine Spinne. Oh, cool. Da ist auch eine Spinne? Ich hab das Fenster da mal auf, falls da müffeln die Rohre noch ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Also da, auch schon vorher. Und da ist jetzt wegen dem offenen Fenster hat sich so eine Riesenspinne einquartiert. Ja, der Fred, der macht nichts. Nee, nicht der Fred. Der das ist draußen. Noch eine andere, ja. Ja, noch eine beruhigend. Andere. Das ist dann ein Weberknecht, aber so richtig mit riesenlangen Beinen. Ja, gut, der Weberknecht, der geht dann noch. Der nimmt die Hälfte vom Raum an. Gut, wir haben bei Kloppi, ich will mal Kloppi sagen, ich weiß nicht. Kloppo. Oh. Oh nein, was ist jetzt? Komm rein. Jetzt. Oh Gott. Setz dich. Oh oh. Es wird passieren. Oh oh. Ich ahne es. Weißt du, Junge, diese Liga ist härter als alles andere, was du jemals erlebt hast. Die frisst dich auf, wenn du nicht 100% bereit für sie bist. Ich bin bereit. Im Moment machst du alles richtig, um wahrgenommen zu werden. Normalerweise würde das schon für die Startelf reichen. Aber der Trainer findet es noch ein wenig zu früh für dich, um in der Premier League zu spielen. Oh nein. Du musst noch ein paar Erfahrungen als Ersatzmann sammeln, bevor du dann von Beginn an ran darfst. Hey, arbeite weiter. Spiel anständig. Und eines Tages bist du irgendwann in der Startelf. Verstanden? Dieser verfickte Gerst! Dann raus mit dir. Gott, danke. Oh Gott. Ruhig, hör auf! Oh, kannst du nicht arbeiten? Das war aber knapp. Erstmal fast ein Bildschirm geschrottet einfach. Das ist eine Plastikflasche. Schade, dass man das nicht gesehen hat. Mann, ey, ich dachte, oh Gott, ey, ich hatte so Angst jetzt. Ich dachte, ehrlich gesagt, dachte, wir sind draußen. Ja, aber. Ja, ah, hier, guck mal. Kyle Reimer. Mr. Alexander ist doch nur wegen seinem Opa in der Mannschaft. Ohne Connections wäre er im Juniorenteam. Guck dir die Wichser an auf Twitter wieder. Diese Twitter-Wichser. Das sind aber auch Leute, die uns unterstützen, ne? Die glauben an uns. Robert Bums. Bunsen. Bund, Entschuldigung. Robert Bums. Entschuldigung, Robert Schönes Bunsen. Schönes Bild. Mr. Alexander in der Mannschaft. Cool, mach hin, Mann. Okay, das ist gut. Gott sei Dank. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Aber gut. Kyle, ganz ehrlich, Kyle, Alter, dich setz dich. Dich werde ich blockieren, das würde mich voll interessieren. Aber der ist halt ein Assi. Ja gut, das nächste Spiel gegen Tottenham. Ich würde aber vorher ganz gern mich mal eben kurz erleichtern. Okay, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Sehen wir uns gleich wieder, ja. Okay, dann bis gleich. Ciao. Ciao mit Fuck.